Hallo, Pörsel-Trainer Andreas Triembacher aus Karlsruhe. Mittagessen ist vorbei. Habe euch ja heute Morgen schon angekündigt, ich mache da einen kleinen Ablauf, Tagesablauf in der Wettkampfvorbereitung, Spätjahr 2012 von mir, dass ihr mal so den Tagesablauf seht. Auch natürlich auch Tagesablauf, klar, in dem, was ich arbeite, und Tagesablauf in dem, was ich so esse und was ich trainiere. Vorteil heute, ich habe heute Homeoffice, bin zu Hause und kann von zu Hause aus arbeiten, und von zu Hause aus ist immer freitags mein Homeoffice. Da verarbeite ich meistens, wenn das Personal Training rum ist, so ab Mittag oder frühen Nachmittag, verarbeite ich alle neue Trainingsplanungen, alle neue Ernährungsplanungen und passe natürlich die alten Ernährungsplanungen und alten Trainingsplanungen, das heißt, die schon abgelaufen sind, dementsprechenden Umständen an. Das heißt, ich bekomme meine Verlaufsdaten gesendet von meinen Online-Kunden, die gar nicht persönlich zur Beratung zu mir kommen, und ich verarbeite sie dann. Zusätzlich mache ich natürlich noch ein bisschen Forenarbeit, zusätzlich mache ich noch ein bisschen Bildbearbeitung. Wenn man hier sehen kann, da haben wir einen guten Kandidat. Ich fahre mal ein bisschen näher, damit ihr ein bisschen besser sehen könnt, was es da gibt. Und zwar, wenn ihr hier natürlich guckt, das ist der Pavel, der ist 59 Jahre alt, den bereite ich gerade vor auf die Schweizer Meisterschaft der SNBF, die am 20. Oktoberfest stattfindet. Ist schon ganz gut drauf, der Gute, hat schon 12, 13 Kilo Fett verloren, ist seit 5 oder 6 Monaten bei mir in Betreuung. Dann haben wir als nächstes, lassen Sie mal gucken, wann haben wir denn als nächstes? Als nächstes ist der Daniel. Daniel, wie ihr sehen könnt, Daniel kam irgendwann im, ich glaube, das war, ja, es war Januar 2012 zu mir, hat sich beraten lassen, erstmal 10 Kilo zugenommen, in relativ guter Qualität, mit relativ wenig Wasser, wenig Fett, mit Pit Force und HFT-Training, und jetzt ist er gerade dabei zu definieren, das heißt, wir fahren wieder runter. Am 20.10. findet bei ihm in Neu-Ulm die Meisterschaft der GNBF statt. Das wäre wieder ein Wettkampfathlet. Dann haben wir hier einen Freizeitathlet, wie man sehen kann. Freizeitathlet, das heißt, wir sehen könnten natürlich einen sauberen Verlauf. Er war Februar 2012 und da haben wir August 2012. Perfekter Ablauf, alles durch eine strukturierte Ernährungsplanung, Trainingsplanung, die ich erstelle, aber Disziplin muss er selber haben. Also, es gehören immer zwei dazu. Da haben wir noch einen. Da haben wir noch einen, wie man sehen kann. Natürlich perfekter Ablauf. War mal eine ordentliche Wuchtbrumme, wie man sieht, im November 2008 124 Kilo und im April 2010 war er bei 90 Kilo in einer sehr, sehr guten Form. Auch das ist möglich. Was haben wir denn noch? Ah, da haben wir noch einen Roman, das ist der Roman, der ist natürlich schon, der ist jetzt auch schon über 40, over 40, möchte unbedingt mal bei einem Wettkampf starten, und wie man hier sehen kann, natürlich auch tiptop Verlauf von Wuchtbrumme zu, ja, schon relativ viel bei 12%. Der hat um die, ja, ich glaube um die, boah, bin mir nicht sicher, aber ich glaube 18 Kilo oder sowas, bis 20 Kilo Fett hat er verloren. Und Beratungszeitraum, er hat schon angefangen im Dezember 2012, weil, wie gesagt, da ist schon einiges drauf. Ja, und das ist jetzt mal ein Auszug so von meinen ganzen Athleten, die ich, also Wettkampfathleten, Freizeitathleten, was auch immer, zum größten Anteil habe ich schon Freizeitathleten, kleiner Anteil Wettkampfathleten, weil immer nur Wettkämpfe im Frühjahr 2012 zum Beispiel stattgefunden haben. Und im Spätjahr 2012 in der Regel habe ich zwischen 4 und zwischen 8 Wettkampfathleten, die ich vorbereite, meistens 1 bis 2 Frauen mit dabei. Das ist meine Arbeit. Jetzt geht es gleich weiter. Jetzt muss ich mich gleich dran machen, Bildverlauf erstellen, Trainingspläne erstellen, und in circa 2 Stunden gibt es die nächste Zwischenmahlzeit, Thunfisch mit Gemüse, und dann noch zwischendurch mal eine halbe bis dreiviertel Stunde Cardio-Training. Wir sehen uns. Bis bald.